Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Es gab von euch ein paar Rückfragen, wie ich diesen Bilderrahmen hier gebaut habe. Das zeige ich euch gleich. Das ist jetzt meine Pikachu-Sammlung. Die habe ich jetzt in so einen 3D-Bilderrahmen gemacht. Und hier links haben wir komplett die First Edition im PSA 10 Base-Set. Ja, von euch kam die Frage, ja, was ist denn sowas wert? Schätzt es mal selber ab. Ich bin es mir auch langsam leid, da hier Antworten zu geben, weil ich das auch nicht gut einschätzen kann. Also wir haben ja zum Beispiel Pikachu Gold, Pikachu Rainbow und also auch in BG in Beckett, also 9,5, wie man das hier gut sehen kann. Die habe ich zweimal. Es gibt davon, also als Rainbow, die 9,5 rechts oben, sieht man die von Beckett nur 30 Mal oder 32 Mal. Das heißt, wenn ich zwei Karten habe, sind da schon knapp 5%. Ja, ich zeige euch heute mal, wie man den Rahmen zusammenbaut oder wie man das hinbekommt. Das war jetzt so ein Prototyp, hier habe ich noch Folie zwischen, die kommt dann später nochmal raus. Erkläre ich euch Schritt für Schritt. Ja, es ist ganz einfach. Hier habe ich schon mal den Bilderrahmen vorbereitet und zwar ist das ganz einfach von, ich mache mal hier ein bisschen Schleichwerbung, IKEA Hofstra. Das ist 50 mal 40, das heißt, ich habe das Ganze mal ausgerechnet, wie viele Karten reinpassen würden. 50 Höhe, 40 Breite. Und da habe ich mir, ich kann das Ganze auch mal drehen, so im Baumarkt so ein Canvas-Panel geholt, 40 mal 50. Ich habe das, es ist zum Malen einfach eine Leinwand, habe die einfach rückwärts hinten raufgeklebt, ich habe die Folie belassen von Canvas. Hab, wie gesagt, das Ganze auseinandergenommen. Da sieht man den Rahmen, wo dann später das Ganze hier eingesetzt wird. Ich habe die Karten hinten mit von Uhu so eine Klebepads viermal rangemacht und das Ganze nochmal mit Tesafilm. Hier oben sieht man das Tesaband einmal, also einmal so quer geklebt, gesichert, dass die Karten nicht runterfallen. Die sind alle nochmal in einer Schutzhülle, damit diese auch nicht kaputt gehen. Und hier seht ihr gerade, wie ich einige Karten aus dem Bilderrahmen austausche. Ich habe mir nämlich eine neue Glurak GX zugelegt in Mint 9. Und diese soll dann halt eine andere Karte ersetzen. Und zwar fällt aus meiner Sammlung dann das Evoli heraus. Wie gesagt, ich habe auch die Glurak V Max in 9. Dann habe ich hier die zwei Promokarten. Ich hatte mir die zuerst in 9,5 von einem guten Freund erworben. Habe mir aber dann nochmal die 10 nachgekauft, weil ich der Meinung, also weil sie mir A gefällt und B, denke ich mal, auch ja, im Wert steigt. Dann habe ich hier rechts die Glurak V-Star in Rainbow. Die habe ich natürlich dann gleich im Doppelpack gekauft. Einige sagen, ich bin verrückt, warum kaufst du die denn zweimal? Ich fand sie so schön. Außerdem, ja, die wurde auch zeitnah gegradet. Dann habe ich die, also ich sammle ja eigentlich nur deutsche Karten, aber ich habe hier mal eine Ausnahme gemacht, die Glurak V als japanische Version. Und ich denke mal, die Karte, die kennt ihr alle. Das ist die Glurak Beckett, also von Beckett gegradet in Mint 9. Und wie man sieht, ist das eine First Edition. Ich habe letztens auch noch so einen Bericht gesehen im Internet, dass diese Karte 50 bis 100 Euro wert sein soll. Ich weiß nicht, wer so eine Berichte schreibt, aber gut, wer eine Glurak First Edition in Beckett oder in PSA 19 abgeben will, für 50 oder 100 Euro, ich nehme sie euch gerne ab, gerne in meinen ja, Kommentar schreiben. Dann habe ich die Glurak GX in 9,5. Dann habe ich die Glurak GX auch. Das ist eine andere Version. Das eine, hier oben sieht man ja, das ist aus Hidden Fates. Und das andere ist auch aus Hidden Fates. Aber wie gesagt, das ist eine andere Kartendarstellung, also anderes Bild der Karte. Ja, dann habe ich hier noch ein Mint Plus. Das ist eine Rainbow Full Art. Ich finde, die sieht sowas von schön aus, aus 2020. Und hier ist noch eine Pikachu drinne, eine ihr habt ja meine Pikachu-Sammlung gesehen. Das ist die zweite Beckett in 9,5, die ich habe. Gerne auch Kommentar, was die so an Wert ist. Wie gesagt, heute werde ich die Evoli hier aus meinem Bilderrahmen rauswerfen und werde diese einkleben. Also wie gesagt, ich werde hinten die
vier, ich werde die mal versuchen abzunehmen, da kann man das sehen, wie fest das Ganze ist. Also das klebt, das hält auch. Und hier hinten seht ihr die vier durchsichtigen Pünüpel, die ich da rangemacht habe von Uhu. Und dann das Tesaband oben und unten und dann müsste die Karte auch halten, die ist ja auch nicht schwer. Ich werde die mal einkleben, das dauert ein paar Sekunden und dann zeige ich euch mal, wie ich den Bilderrahmen dann zusammenbaue. So, nun habe ich hier die Evoli gegen die Glurak ausgetauscht. Das sieht dann so aus, wie gesagt, ich habe die einfach hier oben mit Tesaband befestigt. Hier unten kann man das auch machen zur Sicherung. Ja, die Anordnung der Karten habe ich so gewählt, dass die Gluraks hier nach rechts schauen und die von rechts gegen die Linken kämpfen. So ist erstmal die Intention und dazwischen ist ein dicker, fetter Pikachu. Der ist einfach, der ist einfach lustig von Schwert und Schild aus dem Z-Farben-Schock. Wie gesagt, eine deutsche Karte 9,5 von Beckett Graded. Die kommt dann, wenn ich die nächste Lura-Karte habe, auch raus. Gerne könnt ihr mal auch einen Kommentar hinterlassen, was sind die Karten wert? Oder was ist dieser Bilderrahmen wert? Ich habe, wie gesagt, das mal alles so zusammengefasst. Es geht weiter. Wie gesagt, wir nehmen jetzt das ganze Ding wie ein Pizzablech und setzen es einfach in den Rahmen verkehrt rum ein. Jetzt muss ich gucken, mit einer Hand ist das natürlich schwierig, auch noch keinen, der mir hilft. So, die Karten sind drinne. Dann kommt die Rückfront ran. Da muss man darauf achten, dass, wie gesagt, hier oben ist. Dann werden einfach die Pupse wieder hier runtergedrückt. Und man kann hier noch zwei Schrauben hier rechts und links reinschrauben, um das Ganze noch zu sichern. Das Ganze ist kein Hexenwerk. Ich habe, wie gesagt, noch andere Videos gemacht, die nicht so schön sind, also die Bilderrahmen. Und ich denke mal, das ist jetzt einer der schönsten 3D-Bilderrahmen, um seine Karten ja aufzuhängen. Weil nichts ist schöner, wenn man die gegradeten Karten in der Schublade hat und diese dann nicht sieht. So kann man sich natürlich täglich erfreuen. Ja, wie gesagt, gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, was ist eure Meinung, wie findet ihr die Karten, welche müsste noch getauscht werden. Ja, sagt nicht die Pikachu, die fliegt hier noch raus. Ja, ich bin jetzt dabei, noch weitere Bilderrahmen zu kaufen, beziehungsweise weitere meine Karten und meine gegradeten Karten auch aufzuhängen und sich damit auch zu erfreuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe auch hier in dem Kanal die Arceus Gold gezogen aus Zenith der Könige. Ich ziehe wenig Karten, aber anscheinend habe ich beim Kartenziehen Glück. Wie gesagt, es macht mir nicht so einen Spaß, das Öffnen der Booster, aber ich habe ein paar Openings gemacht. Gerne, wenn ihr euch die anschaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe natürlich auch andere Kanäle, also ich fahre auch Motorrad und Auto. Und aber Pokémon ist natürlich ein Hobby und meine Leidenschaft. Wie gesagt, dann viel Spaß und ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Euer Tommy, ciao!